Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alamin. Heute fahren wir fort mit unserer wunderschönen Unterrichtsreihe, die ihr ausgesucht habt. Deswegen solltet ihr auch immer bi'idhnillah ta'ala anwesend sein. Denn wir sind eurem Wunsch nachgekommen. Und dann kommt unserem Wunsch auch nach, dass ihr auch präsent seid, dass ihr anwesend seid und mit uns diese wunderschöne Unterrichtsreihe studiert, denn diese Unterrichtsreihe gehört zu den wichtigsten Unterrichtsreihen. Ganz gleich, wie sehr jemand sich mit dem Wissen beschäftigt. Wenn er seine Seele nicht erzieht, dann verzeiht mir das Beispiel, aber das ist, was die Salaf geprägt haben, dieses Beispiel, wie Al-A'mash zum Beispiel, Rahimullah Ta'ala, einer der Tabi'in, er sagte, ein Schwein wird durch das Tragen einer Perlenkette nicht wirklich schöner. Ja, yani, wenn auch ein Schwein eine Perlenkette trägt, dann bitte verzeiht mir nicht, dass ihr mich falsch versteht. Das ist nur ein Beispiel, damit wir uns auch vor Augen führen. Es bringt uns nichts, dass wir äußerlich gut aussehen. Der Mann hat einen Bart, ist auch gut so, aber der Rest passt nicht zu ihm. Das heißt, er praktiziert nur äußerlich. Manche tragen sogar eine Jalabiya und so weiter und so fort. Und ihr kennt die Leute im Netz und so weiter und so fort und Leute aus eurem näheren Umkreis, wie sie sich verhalten. Das hat tatsächlich nichts mit dem Islam zu tun. Und was bringt ihnen der Bart, der eigentlich einen verschönern sollte, äußerlich? Aber das Innerliche muss stimmen. Und daher sind wir erpicht darauf, liebe Geschwister, dass wir auch unseren Geschwistern und uns selbst in erster Linie ermahnen, dass wir unsere Seele erziehen müssen. Es gibt auch Frauen, die sind, mashallah, bedeckt mit einem Niqab, aber ihre Zunge ist länger als eine Anaconda-Schlange, die 20 Meter lang ist. Und das alles geziemt sich nicht. Das Äußerliche ist eine Sache. Aber wir müssen uns auch dazu bewegen, dass beides miteinander konform ist. Das heißt, es muss wie ein Zahnrad ineinander übergehen. Warum? Ibn Kathir, rahimullah ta'ala, sagte, der häufigste Grund für ein schlechtes Ende ist, dass das Innere einer Person sich sehr, sehr stark unterscheidet vom Äußeren. Und es bringt uns nichts, dass wir nur äußerlich gut aussehen, sondern wir wollen auch natürlich diese wunderschöne Sunna, die wir an uns praktizieren äußerlich, die muss auch einhergehen mit einem bestimmten Charakter, mit einem bestimmten Wesen, mit einem bestimmten Benehmen von einem Muslim, damit das alles im Gesamtpaket etwas Schönes ist. Und dazu tragen wir heute bei, bi'idhnillah Sami al-Alim. In eurer geehrten Anwesenheit werden wir heute, insha'Allah ta'ala, den dritten Dars fortfahren. Und zwar, heute geht es ans Eingemachte, wie erziehe ich meine Seele? Wir haben darüber geredet, liebe Geschwister, für diejenigen, die vielleicht etwas verpasst haben von den Unterrichten, und ihr holt sie nach, das verspricht ihr mir, inshallah, damit wir alle auf einen Nenner sind, dass die Seele von Grund aus schlecht ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Seele so erzogen, so erschaffen, dass wir sie erziehen müssen, damit sie uns zum Guten führt. Al-Asl, die Basis von der Seele, ist, dass sie uns das Schlechte gebietet. Wie wir auch den Beweis aus Surat Yusuf angemerkt haben, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Allahumma ja'alna minal marhumin, ya rabbil alamin. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Seele gebietet doch wahrlich das Böse, das Schlechte, außer mit dem Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Wer auch immer dann das Stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, Surat Nazi'at, wer auch immer dann das Stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und er zügelt seine Seele, er erzieht sie, so wird er das Paradies als Aufenthaltsstätte bekommen. Das heißt, wir müssen unsere Seele erziehen, damit wir uns und unsere Seele nicht ins Verderben führen. Denn wenn wir diese Seele vernachlässigen, wird sie uns ins Verderben stürzen. Sich selber und uns dazu. Und das ist eine große Gefahr, der wir nicht ausgesetzt werden wollen. Daher müssen wir verstehen, dass wir diese Seele richtig erziehen müssen. Aber dazu brauchen wir eine Bedienungsanleitung. Wie erziehen wir diese Seele?
Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen erschaffen. Und er hat alles, was zum Menschen gehört, erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Auch die Seele. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bei der Seele, und der sie geformt hat. Auf die beste Art und Weise, عَزَّ وَجَلْ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Mu'minun. Gepriesen oder segensreich ist derjenige, der der Beste aller Erschaffer ist. Subhan al-Malik, Subhan al-Malik. Und der Beste aller Erschaffer ist nicht, wie manche Leute verstehen, dass es neben Allah azawajal andere Erschaffer gibt und Allah ist der Beste unter ihnen. Nein, das meint, Allah erschafft ohne vorhergehendes Beispiel. إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, wenn Allah eine Sache beschließt, dann sagt er nur sei und so wird sie. Eine Frage, wenn die Menschen etwas herstellen, wenn die Menschen etwas produzieren und sie können nichts erschaffen, das ist nur die Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, der Erschaffer, was machen sie? Sie brauchen Materie. Sie benötigen etwas Bestimmtes, damit sie aus diesen vorhandenen Materialien etwas produzieren. Ohne das sind sie nicht in der Lage. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt einfach, sei und da ist er. Was auch immer er will, subhanahu wa ta'ala. Und das ist der Unterschied. Allah ist der Erschaffer, während andere Hersteller, Produzenten sind arme Leute, die Materie benötigen, damit sie überhaupt etwas auf die Reihe bekommen. Und Allah azza wa jal hat die Menschen erschaffen mit einer Seele, liebe Geschwister. Und hier sagt uns Allah azza wa jal, nachdem er uns das bestätigt hat, وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Und Allah subhanahu wa ta'ala hat der Seele dann was? Sowohl Sittenlosigkeit, ich erkläre das gleich, und auch ihre Gottesfurcht eingegeben. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat der Seele was eingegeben? Sowohl Sittenlosigkeit. Fujur sagen wir im Arabischen. Fajara, jemand, der Fujur betreibt. Wer ist das? Erklären wir gleich bei idhnillah ta'ala. Aber auch Allah azza wa jal hat der Seele Gottesfurcht eingegeben. Hier ist wichtig, eins zu verstehen, dass Allah azza wa jal den Menschen so erschaffen hat, nach der richtigen Ansicht der Gelehrten, die diese Ayah erklärt haben, dass Allah azza wa jal uns beigebracht hat, was das Richtige vom Falschen ist. Ein Mensch kann das unterscheiden. Und so erklärte auch Ibn Abbas, radiyallahu anhu arda, diese Ayah, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah Azza wa Jal hat dieser Seele sowohl Sittenlosigkeit als auch Gottesfurcht eingegeben. قال Ibn Abbas, radiyallahu anhu, بَيَّنَ لَهَا الْخَيْرَ وَالشَّرَ Allah subhanahu wa ta'ala hat der Seele klar gemacht, was das Gute ist, und auch, was das Schlechte ist. Und das war auch die Ansicht von Mujahid, Qatada, Ad-Dahaq und Al-Thawri, Rahmatullah alayhim, Ajma'in. Bedeutet, Allah Azza wa Jal hat uns klar gemacht, liebe Geschwister, dass es etwas Richtiges ist, was wir tun, und dass es etwas Falsches gibt, was wir nicht tun dürfen. Das ist nicht nur bei einem Muslim so. Sogar der Kafir, wenn du ihn fragst, ist das Töten von Menschen erlaubt? Gut, wenn er von einer bestimmten Regierung ist, dann sagt er ja, wie zum Beispiel im Fall Gaza, da hat ihn gar kein Schmerz bereitet, so etwas zu sagen. Aber ich rede jetzt von Leuten, die noch Menschlichkeit in sich haben. Wenn du einen Nicht-Muslim fragst, ist das Töten in Ordnung? Er wird dir sagen, nein. Ist das Klauen in Ordnung? Er wird dir sagen, nein. Ist die Beschimpfung von jemandem in Ordnung? Er sagt dir nein. Warum? Weil das sind Dinge, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie uns beigebracht. Er hat uns das Gute vom Schlechten beigebracht. Ein jeder kann das unterscheiden. Jetzt nimm mal eine Person, der überhaupt keine Ahnung vom Islam hat und frag ihn, sag ihn, wer kommt ins Paradies? Typ 1 oder Typ 2? Typ 1 ist jemand, der flucht die ganze Zeit. Der betet nicht. Er beklaut die Leute. Er betrügt die Leute, er schlägt die Leute. Er ist jemand, der mit den Menschen nicht zusammenleben kann. Und er ist schlecht zu seinen Eltern und so weiter und so fort. Wo kommt er hin? Ein jeder wird dir sagen, er kommt in das Höllenfeuer. Keine Person, der etwas an Verstand besitzt, wird dir sagen, dass diese Person errettet sein wird, Yawmul Qiyam. Dann fragst du ihn nach Typ 2. Typ 2 betet, er fastet, er liest den Koran, er macht das Gute, er ist gut zu seinen Eltern, er ist gut zu den Menschen und er versucht, nützlich für die Gesellschaft zu sein.
Wo kommt diese Person hin? So wird er dir sagen, in das Paradies. Das wissen wir. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns etwas eingegeben, sowohl die Sittenlosigkeit als auch die Gottesfurcht. Ich habe euch versprochen, liebe Geschwister, ich habe das Versprechen nicht vergessen. Was bedeutet Al-Fujur? Es gibt, passt auf, liebe Geschwister, es gibt Al-Fujur und es gibt Al-Fusuq, sprich Fisq, und es gibt Al-Ma'asi, die Sünde. Ma'asi, die Sünden, ist das leichteste von diesen drei Dingen. Aber immer noch schwerwiegend. So. Dann kommt die zweite Stufe, das heißt, das ist das zweitschlimmste, das ist all der große Sünden begeht. Er begeht was? Große Sünden. So. Und er geizt auch nicht mit den Sünden. Dann gibt es die übelste Stufe. Das ist, wenn eine Person nicht nur große Sünden begeht, sondern es macht ihn so gar nichts aus, diese großen Sünden zu machen. Er liebt die Sünde und sie liebt ihn. Okay? Das heißt, liebe Geschwister, der Fasiq, den wir oft haben, den wir auch oft erwähnen, Frevler sagt man im Deutschen, das ist jemand, der zwar große Sünden begeht und auch schlimme Sünden begeht, aber er hat nicht die Stufe erreicht vom Fajir, der nicht nur große Sünden begeht, dieser ist so nachlässig mit der Gottesfurcht, dass er eine große Sünde nach der anderen macht. Das heißt, der ist schlimmer als der Fasiq. Und daher, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diesen Fisq eingegeben. Und das merkt man auch. Und darüber will ich heute mit euch reden, inshallah ta'ala, wenn wir über die Erziehung der Seele sprechen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns so erschaffen hat, dass jeden Tag in uns selber ein Kampf stattfindet zwischen Gut und Böse. Jeden Tag müssen wir diesen Kampf führen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so erschaffen. Und für diesen Kampf, für diesen Dschihad sozusagen, Dschihad ist nicht nur Kalaschnikow, sondern das Abmühen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala hat vier Stufen vom Dschihad aufgezählt. Eine davon, und das ist die wichtigste und die edelste und die gewaltigste, wie es in einer authentischen Überlieferung bei At-Tirmidhi heißt, dass Abu Dharr radiallahu anhu wa arda kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie ist auch bei Abu Nu'aym in Hilyatul Awliya, diese Überlieferung, er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, Ayyul Jihadi Abdal. Er fragte, was ist der beste Jihad, was ist die beste Art und Weise, sich abzumühen auf dem Weg Allahs subhanahu wa ta'ala. Dann sagte er, Antujahid nafsaka wa hawaka fi dhati Allahi azza wa jal, dass du deine Seele und deine Gelüste erziehst auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. So wie Allah azza wa jal damit zufrieden ist. Das ist das Beste, was du erreichen kannst. Es gibt keinen besseren Dschihad als diesen Dschihad. Wie diese Überlieferung auch bestätigt, als er gefragt wurde, alayhi salatu wassalam, was ist der beste Weg für den Dschihad? So sagte er, dass du deine Seele erziehst und auch deine Gelüste sozusagen im Zaum hältst, dass du aufpasst, dass du mit deinen Gelüsten nicht übertreibst. So ist das der beste Dschihad für dich. Und das heißt, diese Leute, über die wir reden, sie werden eine gigantische Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, weil sie sich tatsächlich voll und ganz auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala abgemüht haben und nicht nur irgendwie abgemüht haben. Das ist der schwerste Kampf. Das ist der schwerste Kampf, dass du jeden Tag zwischen Gut und Böse entscheiden musst. Und dass du jeden Tag diesen Kampf in dir führst. Deswegen die Gelehrten, als sie über Al-Ihsan gesprochen haben, liebe Geschwister, dann sagten sie, Al-Ihsan, sowieso der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das definiert in einer Überlieferung bei Imam Muslim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über Al-Ihsan, an takhsha Allah ka'annaka tara. Und in einer Überlieferung, an ta'bud Allah ka'annaka tara, dass du Allah so dienst, als ob du ihn sehen könntest. Und in einer anderen Überlieferung, dass du Allah subhanahu wa ta'ala so fürchtest, als ob du ihn sehen könntest. Stell dir vor, wir könnten Allah sehen. Würden wir die Sünden machen, die wir machen? Du sagst nein. Und ich sage dir nein. Aber warum machen wir die Sünden? Weil wir diese Muraqaba, diese Beobachtung von Allah subhanahu wa ta'ala oft vergessen. Denn du wirst nur jemanden sehen, der sündigt, während er die Gewaltigkeit Allahs azza wa jal vergessen hat. Aber wenn er ihn sehen könnte, und ein jeder
hat nicht mal ein Millionstel Wissen darüber, wie gewaltig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Aber was würden wir machen, wenn wir Allah azza wa jal sehen würden? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns yawmul qiyamah diese wunderschöne Gnade nicht verwehren, dass wir ihn von morgens bis abends sehen. Allahumma amin. Und daher, dieser Kampf zwischen Gut und Böse erfindet jeden Tag statt. Das ist deine wichtigste Aufgabe am Tag. Wenn du in deinem Kalender reinschreibst, was sind deine Aufgaben, bevor du schreibst, proteinreiche Cornflakes kaufen und ich weiß nicht welchen Fisch und ich weiß nicht welches Campis, schreibst du Seele erziehen, Dschihad machen. Aber schreib Dschihad nicht so, weil sonst kommen sie dann bei einer Razzia und sagen, der will Dschihad machen irgendwo. Nein, wir reden jetzt, auch für die anderen, über Dschihad an-Nafs. Dürfen wir das noch? Wir dürfen das noch, Alhamdulillah. Vielleicht seht ihr mich morgen nicht mehr, dann wisst ihr, was die Ursache war. Jihad und Nafs ist das Abmühen auf dem Wege Allahs Azza wa Jal. Nochmals, das Wort Jihad bedeutet nicht immer nur Kalaschnikow. Und hier ist wichtig, nachdem wir erkannt haben, dass in uns sowohl Gutes als auch Böses vorhanden ist, keine Person hat nur absolut Schlechtes. Schaut mal auch die Geschichte bei Bukhari und Muslim über den Mann, der 99 Menschen getötet hat, ja sogar 100 getötet hat. Das sind schlechte Eigenschaften. Und jede Seele ist ein Menschenleben. Aber er hatte nicht nur Schlechtes in sich, sagt man, Abu'l-Bara, 100 Menschen zu töten, was kann man noch an Gutem von so einer Person erwarten? Hat er nicht die Tauba gemacht? Hat er nicht bereut bei Allah subhanahu wa ta'ala? Deswegen sagen die Gelehrten, in einem Menschen ist nicht nur absolut Schlechtes. Und so siehst du, dieses Wesen, was wir haben, ist sowohl von Gut und Böse geprägt. Und nicht nur das. Schaut mal, subhanallah, welche gewaltige Fitna wir haben mit unserer Seele. So sagte Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala in seinem wunderschönen Buch Al-Fawaid. Er sagte, فَكُلُّ نَفْسٍ تَمِيلُ إِلَى مَا يُنَاسِبُهَا. Und eine jede Seele neigt sich dem zu, was für sie angemessen, was für sie schön ist. Es gibt Leute, ihre größte Fitna sind die Frauen. Du siehst ihn, er betet in der Nacht, er fastet am Tag, er spendet und er liest den Koran. Aber wenn er eine Frau in seiner Gesellschaft hat, dann bewegt er sich wie ein Pinguin. Das ist eine gewaltige Fitna für ihn. Ein anderer, er hat die Fitna des Geldes. Er muss jeden Tag 200, 300, 400 Euro verdienen, sonst schläft er nicht. Damals, als ich in der Schweiz eingeladen war, sagte ein Bruder zu mir, wir Schweizer schlafen nicht, außer wir haben, also er meint schlafen nicht ruhig, außer wir haben 250.000 Franken unter dem Kissen. Alhamdulillah, dann habe ich mich erkundigt, was Franken sind. Die sind sogar mehr wert als der Euro. Ja, dann wusste ich, dass sie eine Viertelmillion brauchen, um ruhig zu schlafen. Alhamdulillah, wir schlafen auch ruhig, ohne diesen Betrag zu haben. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja, das sind die Schweizer. Deswegen wollen sie auch nicht in die EU. Sie haben andere Ziele. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, ist wichtig, dass wir sagen, jede Seele hat ihre Fitna. Einer kann nicht in der Gegenwart von Frauen normal überlegen. Er verliert seinen Verstand, weg. Der andere, wenn er Geld vor sich sieht, dann siehst du wirklich Dollarzeichen in seinen Pupillen. Tick, 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 tick. Ihr kennt den, wie heißt der, der immer so geldgierig war, diese Ente? Dagobert Duck. Dagobert Duck. War doch eine Ente, oder? War das keine Ente? Ja. Wirklich diese Dollarzeichen in den Augen gehabt. Dann gibt es einen, der hat weder die Frauen als Fitner, noch hat er das Geld als Fitna, aber was ist seine große Fitna? Er liebt es, sich zu zeigen. Ihr kennt die Leute mit 6, 7 Fotos pro Sekunde. Die kennt ihr, bei TikTok und bei Instagram und bei ich weiß nicht was. Für mich, das sind kranke Leute, verzeiht mir. Also die haben mindestens 5 Gin, 4 davon aus Taiwan. Und einer, ich weiß nicht von wo. Diese Leute haben ein Problem mit sich selber, mit anderen Worten, sie haben Komplexe.
aber sie lieben es, sich zu zeigen, zu präsentieren. Er liebt es, wenn er ein Foto hochlädt und dann schreibt einer, Top Bro. Der geht hoch in die Luft, der macht eine Champagnerflasche auf, der sagt, das war mein Tag heute. Und wenn einer ihn sagt, du siehst hässlich aus, um ehrlich zu sein, dann geht er ans Fenster und will fast runterspringen. Das heißt, für ihn ist das Wichtigste, sich zu präsentieren, sich zu zeigen. Habt ihr die Leute auch gesehen? A'udhu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Sie fotografieren sich, wie sie sich fotografieren. Wallahi, das muss erstmal so in euren Kopf reingehen. Sie fotografieren sich, wie sie sich... Und Sheikhul Islam hat darüber geschrieben, vor über 700 Jahren, rahmatullah alayh, er sagte, und derjenige, der Fotos macht, wird einen Zustand manchmal erreichen, bis er verrückt wird. Das heißt, sein Verstand verliert. Wallahi, er hat sie beschrieben. Als ob er in unserer Zeit wäre, Sheikhul Islam, rahimullah ta'ala. Sie machen so oft Fotos, ich weiß gar nicht, wo sie das alles unterkriegen, aber tatsächlich machen sie diese Fotos. Dann gibt es eine Person, seine Fitna ist weder Geld, noch die Frauen, noch die Berühmtheit. Er liebt seinen Körper. Der macht alles für seinen Körper. Okay? Er wiegt sogar das Essen ab, was er isst. Nicht mehr als 30 Gramm. Und er lebt so gesund und irgendwann wird er von einem Auto überfahren. Ja, subhanallah. Okay, er ist nicht an Krankheit gestorben, aber er wurde einfach mal überfahren. Ja. Jede Person hat seine Fitna. Und das ist das, was Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala meinte. Jede Seele neigt sich dem zu, was für sie angemessen ist, was sie auch mag. Und diese Fitna ist eine Sache, die mit den Gelüsten zu tun hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Gelüste in uns erschaffen. Wie bitte, Abul Bara? Allah hat die Gelüste von uns erschaffen. Liebe zu den Frauen, ja, und bei den Frauen Liebe zu den Männern. Aber bitte nicht übertreiben, nicht Liebe von Mann zu Mann und Frau zu Frau. Ja, bei manchen Leuten, du lässt ihnen einen Fragebogen ausfüllen und da steht männlich, weiblich und etwas anderes. Der kreuzt etwas anderes an. Was ist dieses etwas anderes? Besser, wir wissen das nicht, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Divers sagt man, wir sagen pervers. Dann, liebe Geschwister, ist die Angelegenheit so, Allah hat diese Gelüste in uns erschaffen. Warum? Mit einer Hikma, mit einer Weisheit. Wenn Allah nicht den Trieb zur Begierde der Frau erschaffen hätte, würden wir auch keine Frauen heiraten. Würden wir was? Würden wir auch keine Frauen heiraten. Und wenn Allah bei den Frauen nicht die Begierde zu den Männern erschaffen hätte, würden sie keine Männer heiraten. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Begierde von Essen in uns erschaffen hätte, würden wir nichts essen, würden wir sterben. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Begierde von uns erschaffen hätte, dass wir Kinder lieben, so würden wir auch keine Kinder haben und die Menschheit würde sich irgendwann nicht mehr fortentwickeln, weiterentwickeln. Und diese Gelüste sind in Ordnung, solange wir sie im Halal benutzen. Das heißt, wenn einer Begierde nach Frauen hat, dann heiratet er. Und die Frau heiratet einen Mann. Und wenn jemand essen will, dann isst er das, was Allah Azza wa Jal erlaubt hat, subhanahu wa ta'ala. Und hier hörst du aus, was Allah subhanahu wa ta'ala für dich erlaubt hat und du wirst belohnt von Allah Azza wa Jal, wenn du deine entsprechende Absicht machst. Aber was hat der Shaitan für einen Anteil? Hören wir erstmal die Ayah, liebe Geschwister, in Surat Ali Imran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Allah Azza wa Jal sagt, ausgeschmückt wurde den Menschen die Begierde, ausgeschmückt. Von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir hören gleich, was Shaitan macht mit diesen Begierden. Ausgeschmückt wurde den Menschen die Freude oder die Begierden zu dem Trieb zur Frau. Wir erklären. Und Kindern. Und dem Anhäufen von Gold und Silber. Robert, ihr kennt das. Und Rassepferde. Was heißt Rassepferde und Vieh heutzutage? Rassepferde,
Früher waren es Pferde, heutzutage ist es ein Lamborghini oder ein Bugatti oder ich weiß nicht was, ein teures Auto. Liebe und Vieh und Saatfelder. Dann sagt Allah Azza wa Jal, dies ist der Genuss der Dunya, des irdischen Lebens, doch bei Allah ist die schönste Heimkehr. Wisse, ganz gleich, was du hier besitzt, bei Allah gibt es etwas Besseres. Möge Allah Azza wa Jal nicht er unsere Seelen nehmen, bis er mit uns zufrieden ist. Wir haben erklärt, diese Sachen sind ausgeschmückt von Allah subhanahu wa ta'ala. Bedeutet, Allah hat uns die Liebe zu den Frauen gegeben. Er hat uns die Liebe zu dem Geld gegeben. Er hat uns die Liebe zum Essen und Trinken gegeben. So. Das ist sozusagen angeboren. Gehört zur Fitra. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Was macht Shaytan? Er will diese Begierden nutzen, damit wir in die Irre gehen. Damit wir übertreiben dann. Also fügt er hinzu, dass wir diese Begierden irgendwie leben. Hauptsächlich wir leben sie. Und dann fallen wir auch in den Haram herein. Dann fallen wir was? Dann fallen wir in den Haram herein, liebe Geschwister. Und das ist die Gefahr. Also haben wir gesagt, Allah Azza wa Jal, er hat uns diese Begierden ausgeschmückt. Er hat sie in uns erschaffen. Aber Shaitan nutzt diese Begierden, um uns in die Irre damit zu führen. Man darf heiraten, gar kein Problem. Darf man aber eine Freundin sich halten? Antwort nein. Und Shaitan, er will dir diese Begierde weiter und weiter ausschmücken, über das erlaubte Maß hinaus, damit du in Sünde fällst. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat diese Gelüste ausgeschmückt, aber Shaitan, er möchte diese Gelüste in einer Art und Weise ausschmücken, damit wir damit in die Irre gehen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt, in Surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Nach ihnen, das heißt nach den guten Generationen, kamen Leute, sie haben das Gebet vernachlässigt und sind ihren Begierden gefolgt. Als ob Allah Azza wa Jal uns sagt, subhanahu wa ta'ala, sie haben deswegen ihre Gebete vernachlässigt, weil sie ihren Begierden, ihren Gelüsten gefolgt sind. Schaut mal, hier wurden Leute dazu gebracht, die Begierden, die Allah subhanahu wa ta'ala in uns erschaffen hat, dass sie diese Begierden oder diesen Gelüsten in einer Art und Weise nachgehen, dass sie nicht mehr das tun, was Allah Azza wa Jal von ihnen möchte, wie zum Beispiel, dass sie ihn anbeten. Was denkt ihr, wenn jemand jetzt nicht betet? Was ist der Grund dafür? Sein Gelüst. Alhamdulillah. Ist sein Gelüst. Entweder ist er die ganze Zeit hinter den Frauen her oder hinter dem Geld her. Manche arbeiten 20 Stunden. Er sagt dir, chill mal, wann soll ich denn beten? Diese Person, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari, zugrunde geht der Diener des Geldes. Das ist ein Sklave vom Geld. Das ist was? Ein Sklave vom Geld. Er hat keine Zeit, Allah Azza wa Jal anzubeten, weil er die ganze Zeit am Döner schneiden ist oder irgendwo in einem Supermarkt arbeitet oder Security oder. Er hat keine Zeit, Allah Azza wa Jal anzubeten. Er geht nach 16 Stunden Arbeit nach Hause, isst was? Und dann ruht er sich aus, um den nächsten Tag wieder 16 Stunden zu arbeiten. La hawla wa la quwwata illa billah. Er lebt für die Dienerschaft von Shaytan wa l'ayyadu billah. Und noch schlimmer, sagt er dir, wenn du mit ihm redest, al-amalu ibadah, die Arbeit ist Gottesdienst. Ich weiß nicht, aus welchem Film er das her hat, aber er traut sich wirklich, so etwas zu sagen, weil er keine Lust hat, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten und nicht die Wichtigkeit dahinter sieht, so dient er seiner Arbeit. Er ist ein Sklave von seiner Arbeit. Und deswegen, liebe Geschwister, ist die Angelegenheit so, dass manche Leute durch das Übertreiben im Nachgehen ihrer Gelüste was ausgelassen haben? Die Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Was natürlich gewaltig ist in diesem Sinne. Also, Abu'l-Bara, werden wir zur Rechenschaft gezogen, weil wir eine Liebe zu den Gelüsten haben? Nein. Weil Allah azza wa jal sie in uns erschaffen hat. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird uns zur Rechenschaft ziehen wegen der Befolgung der Gelüste. Passt auf den Unterschied, liebe Geschwister. Allah wird uns nicht zur Rechenschaft ziehen,
Weil wir eine angeborene Liebe zu den Gelüsten haben. Aber Allah, und das wurde aus diesen zwei Ayat, die ich euch verlesen habe, deutlich, aber Allah wird uns sehr wohl dafür zur Verantwortung ziehen, dass wir unseren Gelüsten nachgehen, die nicht erlaubt sind und die uns davon abhalten, Allah Azza wa Jal anzubeten. Dafür wird Allah Azza wa Jal Subhana uns zur Rechenschaft ziehen. Und nach ihnen kamen Generationen, die das Gebet vernachlässigt haben und ihren Gelüsten gefolgt sind. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ So sollen sie Al-Ghay bekommen. Das ist wohl Iyadu Billah ein Jahannam, ein Tal in Jahannam, wie Abdullah ibn Mas'ud beschrieben hat, der sehr tief ist und einen fauligen, stinkigen Geruch hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren. Also, wir können nicht sagen, tja, das ist angeboren bei uns, die Gelüste, also gehen wir ihnen nach. Nein, 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 nein. Zum Beispiel das Essen. Du isst, hast eine Sättigungsgrenze und dann machst du Stopp. Die Augen wollen mehr. Die Augen haben noch die Thunfischpizza gesehen mit dem Käse, der so ganz zart über dem Thunfisch verstreut ist und die kleinen Oliven und die Peperonis. Ihr merkt, ich habe Hunger. Alhamdulillah, möge Allah uns immer mit Gutem versorgen. Das Auge will noch diese Pizza essen. Und da liegt noch eine Chipstüte, Kesselchips, 60% weniger Fett. Und da liegt noch eine wunderschöne weiße Schokolade mit Nüssen. Er will weitermachen. Aber er ist satt. Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder geht er auf Toilette, bricht alles aus, was er gegessen hat und fängt nochmal an. A'udhu billah. Einer meinte zu mir, ich mache nur Sport, um noch mehr zu essen. Oder er zügelt sich und belässt es dabei und später isst er etwas Kleines. Aber viele Leute, sie interessiert nicht, ob ihre Sättigungsgrenze erreicht ist oder nicht. Denn auch darin können wir übertreiben, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-A'raf sagt, liebe Geschwister, وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ Isst und trinkt, aber seid nicht maßlos, übertreibt nicht, denn wahrlich, Allah liebt nicht die Maßlosen. Allah hat dir erlaubt, iss und trink. Du brauchst das, Allah weiß das doch am besten. Aber wenn du bei einer Körpergröße von 1,70, 300 Kilo wiegst, dann kannst du nicht mehr sagen, ich habe mich zurückgehalten. Ich rede jetzt nicht über Leute, die eine angeborene Krankheit haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Heilung geben. Ich rede über Leute, die sich das wirklich angegessen haben. Und irgendwann auch nicht mehr durch die Tür passen, sondern wirklich irgendwann aus dem Fenster herausgeholt werden. Das ist alles schon passiert. Möge Allah Azzawajal uns immer zügeln lassen. Das heißt, liebe Geschwister, diese Gelüste sind sehr gefährlich, wenn wir nicht darauf achten, sie zu zügeln. Und der Shaitan sein Übriges tut, damit wir sie auch nicht zügeln. Er gibt uns immer weiter Begierden vor und will sie uns auch ausschmücken und verschönern, sodass wir reinfallen in diese Fitna. Diese Gelüste können manchmal sogar zum Kufr führen, wal'iyadu billah. Es gibt Leute, so sagt eine Frau zu ihm, wenn du nicht aufhörst zu beten, dann werde ich dich verlassen. Oder wenn du das nicht machst oder das machst, und du lässt nicht deine Religion wegen mir, dann werde ich dich verlassen. Daraufhin, aus Angst, sie zu verlieren, bleibt er bei dieser Frau. Bleibt er bei dieser Arbeit. Der Arbeitgeber sagt ihm, du darfst bei mir nicht beten. Beten ist nicht erlaubt bei ihm, bei mir. Ich hasse das Gebet und du darfst nicht beten. Wenn du hier arbeiten willst, dann will ich nichts vom Islam hier von dir sehen. Und du bleibst bei ihm und machst deine Arbeit und gehorchst diesem wal'iyadu billah mehr als Allah subhanahu wa ta'ala. Hier hast du dich in sehr gefährliches Gewässer begeben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich denke, das ist in Surat Al-Furqan, verzeiht mir, wenn ich mich irre, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ Siehst du denjenigen, der sich sein, sagt mit mir,
sein Gelüst zum Gott genommen hat. Allahu Akbar. Der sich was? Der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat. Passt auf. Und Allah ihn mit seinem Wissen, also mit dem Wissen von diesem Diener, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat, und Allah ihn mit seinem Wissen in die Irre führt. Wir hatten Leute, die haben mit uns gebetet, die haben mit uns gefastet, die haben das Gute gemacht und sie hatten eine Liebe zum Islam. Und dann kam genau dieses Beispiel, seine Ex-Freundin, mit der er damals zusammen war, irgendwie kam es wieder zum Kontakt und sie hat ihm gesagt, entweder verlässt du die Religion, oder ich bin nicht mehr deine Freundin. Und ich möchte dich nicht mehr sehen und mit dir komplett den Kontakt abbrechen. Was hat er gemacht? Er hat sich für die Frau entschieden. Hat den Islam verlassen und sich für diese Frau entschieden. Waliyadu billah. Wusste er, was das bedeutet, den Islam zu verlassen? Wa'adallahu Allahu ala ilm. Und er ist mit seinem Wissen in die Irre gegangen. Allah hat ihn mit dem Wissen von dieser Person, von diesem Irrgegangenen in die Irre gehen lassen. Heutzutage auch, subhanallah. Vielleicht verlässt er nicht die Religion, aber er verlässt die Gebete. Er verlässt die Gebete. Und vielleicht hat er vielleicht die Ansicht gehabt, oder vielleicht ist er der Ansicht gefolgt, dass jemand, der nicht betet, ein Kafir ist. Er verlässt die Gebete. Ja, was ist er dann für uns, wenn er das Gebet verlässt? Und er weiß, was es bedeutet. Als er praktiziert hat, hat er sich den Frauen nicht genähert. Aber dann wieder, nachdem er die Gebete gelassen hat, macht er jetzt, wal'iyadu billah, vermehrt Zina, er trinkt Alkohol und so. Er weiß Bescheid, er kennt die Hadithe. Wa adallahu Allahu ala ilm. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Wa adallahu Allahu ala ilm. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat und Allah ihn mit seinem Wissen in die Irre geht. Jedes Mal, wenn er Alkohol trinkt, er weiß, das ist Jahannam. Aber er trinkt. Er trinkt. Aber natürlich sagt er jetzt nicht mehr Bismillah walhamdulillah. Jedes Mal, wenn er Zina macht, er weiß, dass das Jahannam ist. Mit seinem Wissen führt Allah subhanahu wa ta'ala ihn in die Irre. Deswegen sagte Ibn Abbas radallahu anhu, er sagte, Sharru ilahin, ubida fil ard al-hawa. Das Übelste, was auf der Erde angebetet werden kann, das Übelste, ist das Gelüst. Deswegen gibt es ein Höllenfeuer. Dieses Höllenfeuer heißt Al-Hawiya. Al-Hawiya, darin steckt das Wort Hawa. Dass dieses Höllenfeuer ist speziell für Leute ausgerichtet, die ihren Gelüsten im Leben gefolgt sind. Bis zu dieser Stufe. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen uns also abmühen, unsere Seelen vor Verbotenem zu schützen und unsere Gelüste im Zaum zu halten. Wer dann aber das Stehen vor Allah fürchtet und er erzieht, zügelt seine Seele, du weißt, ein Pferd, wenn du ihn nicht zügelst, wird er nicht in die Richtung reiten, in der du ihn gerne haben möchtest. Wenn du ihn sich selbst überlässt, dann wird er dich statt nach Kreuzberg nach Libanon bringen. Und das ist ja nicht in deinem Sinne, sondern du musst ihn leiten und lenken und zügeln, damit er dich dorthin bringt, wo du auch hin möchtest. Deswegen, dieses geht nur mit Taten. Wie können wir uns zügeln? Nur mit Taten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in Surat Al-Inshiqaq, liebe Geschwister, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. O du Mensch, du strebst mit aller Mühe, mit deinen Taten, du strebst deinem Herrn an, das heißt, ihm zu begegnen, und du sollst ihm auch begegnen. Das bedeutet, wir als Menschen, wir machen Taten. Ob diese Taten uns in Jahannam führen oder ins Paradies, wir machen Taten. Und das Erstaunliche ist, dass Leute dieselben Taten machen, nur der eine kommt damit in das Paradies und der andere kommt damit in das Höllenfeuer. Subhanallah, was meine ich mit denselben Taten? Eine Person, der in der Nacht aufsteht und lange im Gebet steht und Allah Azza wa Jal anbetet, so wird er reichlich belohnt werden. Dieser hat seine Seele erzogen. Er hat seinen Schlaf unterbrochen, ist von dieser warmen Decke herausgekrochen
und ihr wisst, gerade im Winter so eine flauschige, warme Decke ist schon was Angenehmes und eine weiche Matratze. Deswegen ist er in der Nacht aufgestanden und hat im Nachtgebet ausgeharrt, vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden. Hat gestanden die gesamte Zeit. Ein anderer, der hat nicht Qiyamul Layl gebetet, sondern der macht Qiyamul Shaitan. Der geht zur Disco und wartet eine Stunde draußen, wenn auch bei kaltem Wetter, im Winter. Hauptsächlich er wartet in der Nacht, so wie der andere in der Nacht steht und Allah Azza wa Jal anbetet. Was macht der andere? Er steht und wartet, bis er einen Stempel auf seine Hand bekommt. Für 15 Euro oder 20 Euro. Er zahlt Geld, um in Jahannam reinzukommen. Er zahlt was? Geld, um in Jahannam hereinzukommen. Der andere brauchte nicht zu bezahlen. Alhamdulillah, sein Gebet vor Allah Azza wa Jal bringt ihn, inshallah, in das Paradies. Das ist der Unterschied. Der eine steht und der andere steht. Einer kommt und er gibt vielleicht armen Leuten zu essen. Warum? Weil er die Aya kennt. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'a wa la shukura in Surat al-Insan. Wir speisen euch nur um Allahs Willen. Wir möchten von euch weder Lob noch Dank haben. Weder Lohn noch Dank haben. Warum macht er es für Allah? Der andere, er macht dieselbe Tat. Er gibt Armen zu essen. Wird Allah ihn belohnen? Antwort nein. Warum? Weil er hat das nicht für Allah gemacht. Er hat das gemacht, um zum Beispiel das bei Instagram hochzuladen, dass man sieht, er ist großzügig. Er hat das gemacht, weil er zwar Mitgefühl hatte, aber es war trotzdem keine Tat für Allah. Er hat es gemacht. Subhanallah, er hätte so viel Lohn bekommen können. Aber genau deswegen werden die Nicht-Muslime, wenn sie gute Taten machen, nur in der Dunya belohnt. Warum? Weil sie haben diese Taten auch nur für die Dunya gemacht. Schaut mal, der Muslim, er wird belohnt in der Akhira, im Jenseits, weil er diese Tat für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. O du Mensch, du mühst dich ab auf dem Wege Allahs und so wirst du ihm begegnen. Wir werden ihm begegnen, ob du diese Tat machst oder diese Tat machst. Schaut mal, subhanallah, manche Geschwister, wenn ein Seminar ist und dann kommen sie immer von weit her, wenn ich jetzt irgendwo in einer Stadt bin, dann frage ich manchmal, wo kommst du her, wo kommst du her? Dann höre ich, einer kommt aus 800 Kilometer Entfernung. Allahu Akbar. Für eineinhalb oder zwei Stunden. Ich habe ja danach auch keine großartige Zeit, mich mit den Leuten hinzusetzen. Zwei, drei Wörter, die gewechselt werden. 800 Kilometer, 700 Kilometer, 600 Kilometer kommt er für einen Vortrag. Ein anderer, er fährt nach Holland, um seine Tütchen zu kaufen. Auch 300 Kilometer oder 400 Kilometer. Er müht sich auch ab. Und das ist auch eine Strecke für ihn. Und er fährt die ganze Zeit. Aber er fährt in Richtung Jahannam. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Liebe Geschwister, damit wir dann zu dem Punkt kommen, wie wir unsere Seele erziehen, so ist wichtig für uns, ein Grundprinzip zu lernen. Und ich möchte heute nicht mit euch 100 Grundprinzipien machen, denn das ist mir der wichtigste Grund. Und zwar, wir erziehen unsere Seele, bitte aufschreiben, indem wir unsere Seele als nichts sehen. Wir sind nichts vor Allah, gar nichts. Null, null, nada. Wir loben nicht unsere Seele und wir sind nicht Leute, die sagen, meine Seele ist gut. Dass wir gut von unserer Seele vermuten, nein. Wir sind nichts, wir sind schlecht und wir haben nichts vorzuweisen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Abul Bara, woher hast du diese Wörter? Wer hat dir sowas beigebracht? Ich schäme mich, von dir unterrichtet zu hören. Kein Problem, wir können dich auch rausschmeißen aus dem Raum. Aber lasst uns hören, was die Salaf sagt. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa adha, er sagte,
Fangen wir an mit Abu Bakr as-Siddiq. Natürlich, damit wir auch die Stufen einhalten. Abu Bakr as-Siddiq war ein besserer Sahabi als Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhumah. Er sagte, wann auch immer er gelobt wurde, und diese Überlieferung ist bei Bukhari, nicht in seinem Sahih, sondern in Al-Adab al-Mufrad, und Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, hat sie als authentisch klassifiziert. Er sagte, wann auch immer er gelobt wurde, Allahumma anta a'lamu bi min nafsi. O Allah, du weißt über mich besser Bescheid als ich selbst. Du weißt über mich besser Bescheid als ich selbst. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Und ich weiß über meine eigene Seele besser Bescheid als die Leute, die mich loben. Allahumma ja'alni khayran mimma yadhunnun. O Allah, mache mich besser als das, was die Leute über mich vermuten. Waghfirli ma la ya'lamun. Und vergebe mir, was sie nicht über mich wissen. Wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Und tadle mich, ja Allah, nicht dafür, für das, was sie über mich sagen. Allahu Akbar. Ich muss mir an den Kopf fassen, das ist Abu Bakr Siddiq, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Paradies in der Dunya versprochen hat. Er war in der Dunya und wusste schon, dass er im Paradies ist. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu hat uns beigebracht, bescheiden zu sein. Uns als nicht zu sehen. Ich frage dich bei allem Respekt, wer bist du und wer bin ich? Nichts. Das sind die Wörter von Abu Bakr as-Siddiq, der Beste nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn überhaupt jemand etwas sagen könnte, wäre er es. Was sagte er? O Allah, mach mich besser als das, wie sie über mich vermuten. Und vergebe mir, was sie über mich nicht wissen. Und tadle mich nicht dafür, für das, was sie über mich sagen. Und Ibn Abi Shayba, rahimullah ta'ala, berichtet in seinem Musannaf über Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an, dass er zu den Leuten sagte, لو تعلمون ما أعلم من نفسي حفيتم على رأس التراب. Wenn ihr über mich wissen würdet, was ich selber über mich weiß. Das heißt, ihr seht mich als groß, ihr seht mich als etwas Besonderes, ihr läuft mir hinterher, weil das hat er gesagt, indem sie ihn hinterhergelaufen sind. Er sagte, irgendwo, geht zurück und seid keine Fitna für mich. Ja? Geht zurück. Wenn ihr über mich wissen würdet, was ich selber über mich weiß, würdet ihr mir Sand ins Gesicht werfen. Ihr würdet mir Sand über den Kopf werfen. Wer sagte das? Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an ging eines Tages einen Baum hoch, weil er wollte etwas nehmen. Und dann kam ein starker Wind und hat seine Beine entblößt. Und Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an hatte ganz dünne Beinchen, wie wir im Deutschen sagen würden. Eine verniedlichte Form. So haben die Sahaba angefangen zu lachen. Als dieses zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gelangt ist, sagte er, über was lacht ihr? Sie sagten, über die dünnen Beine von Abdullah ibn Mas'ud. Schaut mal, was er sagte. Er sagte, alaihi salatu wassalam, seine Beine werden yawmul qiyama, seine zwei Beine, schwerer wiegen als der Berg von Uhud, der 13 Kilometer lang ist und stellenweise 3,5 Kilometer breit ist. Seine Beine werden Yawm al-Qiyamah, denn Yawm al-Qiyamah werden die Taten gewogen, möge Allah azawajal uns ein schweres Gewicht geben. Seine Beine werden Yawm al-Qiyamah schwerer wiegen als der Berg von Uhud. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn beschrieben. Subhanallah, das ist Abdullah ibn Mas'ud. Er sagt zu den Leuten, geht weg von mir, was läuft ihr mir hinterher? Ich bin nichts. Seid keine Fitna für mich und ich will auch keine Fitna für euch sein. Ich bin noch nicht gestorben. Vielleicht gehe ich morgen in die Irre und ihr folgt mir. Und hört, was Abu Yazid al-Bastamiyu rahimullah ta'ala sagte. Er sagte über die Bescheidenheit, er sagte, أن لا يرى لنفسه مقاما ولا يرى في الخلق شرا منه. Dass du deiner Seele überhaupt gar keine Stellung gibst. Du bist nichts bei Allah subhanahu wa ta'ala. Du bist was? Du bist nichts bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass du dich als den Schlechtesten unter den Menschen siehst.
Liebe Geschwister, wisst ihr, was das Erstaunliche ist an diesen Salaf? Die haben diese Wörter so gemeint. Wenn wir diese Wörter sagen, dann wollen wir Bescheidenheit vortäuschen. Möge Allah uns vergeben. Aber diese Leute haben diese Wörter wirklich so gemeint. Das kam von innen bei ihnen. Du sollst deine Seele als nichts sehen. Und wer bist du auch? Und wer bin ich auch? Subhanallah. Wenn wir etwas Kopfschmerzen haben, ja, jetzt so starke Kopfschmerzen, so da, dann verlassen wir nicht mehr unser Bett. Wenn wir Durchfall haben, verlassen wir nicht mehr unser Haus. Und wenn du eine starke Grippe hast, dann drehst du durch. Fieber, Knochen zittern, dein Körper zittert, alles zittert, dann drehst du förmlich durch. Wer sind wir? Bei so einer kleinen Krankheit siehst du, was unsere tatsächliche Stellung ist. Und wir sind hochmütig gegenüber Rabbul Alamin, dem Herrn der Weltenbewohner. Wallahi, wir sollten uns im Grund und Boden schämen. Wir sind nichts, das muss dir klar sein. Du erziehst deine Seele, indem du diesen Gedanken aus dem Kopf streichst, dass du etwas bist. Ich wiederhole, die Wörter sind wichtig. Du bist nichts vor Allah subhanahu wa ta'ala. Abu al-Bara, ich bete, ich faste, du weißt gar nicht, was ich mache. MashaAllah, sage ich über mich selbst. Das ist genau dein Problem. Es gibt Leute, der sagt dir, Subhanallah, ich weiß nicht, was in meinem Leben schiefläuft. Ich bete, ich faste, ich spende so viel, ich lese Koran. Ich. Dann hat ein Sheikh zu ihm gesagt, genau das ist dein Problem, dieses Ich. Das ist dein Problem. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er über die drei vernichtenden Dinge gesprochen hat, sagte er, I'jabul mar'i bi nafsi, dass ein Mensch sich selbst gefällt. Du gefällst dir. Ich bete, ich faste. Auch wenn du dich nicht besser siehst als die anderen. Aber du hast diesen Ujub. Nichts läuft bei mir im Leben, obwohl ich bete, obwohl ich faste, obwohl ich spende. Das ist dein Problem. Du hältst etwas von dir. Und du bist nichts. Und wer hat dir gesagt, dass Allah deine Taten angenommen hat? Niemand. Also, warum oder worauf bist du stolz? Hat Allah dir gesagt, dass er deine Taten angenommen hat? Nein. Subhanallah, wenn ich mich nur erinnere, wie viele Sahaba frohe Botschaften bekommen haben, dass Allah sie liebt und trotzdem haben sie nicht nachgelassen. Stellt euch vor, wir würden die Botschaft bekommen, dass wir im Paradies sind. Das Erste, was wir machen würden, wir würden einen Flug buchen in die Malediven und nur noch Schirmchen-Drinks trinken. Du wirst uns sehen, dass wir nichts mehr für die Religion tun. Und Allah Azza wa Jalla sagte in der heiligen Überlieferung über die Sahaba radiallahu anhum, I'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Macht, was auch immer ihr machen wollt. O ihr Sahaba, ich habe euch bereits vergeben. Aber weiß nicht Allah, über wen er gesprochen hat. Er wusste, subhanahu wa ta'ala, dass diese Leute niemals nachlässig werden. Im Gegenteil, sie haben nicht nachgelassen, nachdem sie das Paradies versprochen bekommen haben. Sie haben sich wirklich als nichts gesehen. Yani Umar ibn al-Khattab sagt zu Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, er sagte, Wallahi, ich wäre froh, wenn ich ein Haar auf deiner Brust wäre. Umar ibn al-Khattab. Jeder will so gerne sein wie Umar ibn al-Khattab. Und deswegen, ja, Ikhwa, nochmals, diese Wörter kamen vom Herzen. Diese Wörter waren ernst gemeint von diesen Sahaba und den Salaf, die ihnen daraufhin folgten. Diese Leute haben sich als nichts gesehen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist schwer, ich weiß, aber es ist von uns verlangt. Das musst du umsetzen. Und das muss ich umsetzen, damit wir diese Bescheidenheit auch tatsächlich umsetzen. Wir sind nichts vor Allah, wir loben uns nicht, wir sind gar nichts, wir sind unter den Muslimen die Schlechtesten. Und das ist das Problem von einigen Gruppierungen. Ich möchte jetzt nicht ihre Namen nennen, die habe ich schon oft genannt. Diese Leute sehen sich als etwas Besseres. Wallahi al-Azim. Die haben Kibir in ihrem Herzen und das merkst du auch. Kibir. Und sie sehen sich auch besser als die anderen Leute. Und wenn er auch selber weiß, dass er, wal-iyadu billah, jeden Tag die schmutzigen Filme guckt und manchmal einen Joint raucht und Zina begeht und mit Steffi flirtet, er weiß das alles. Aber er sagt, ich bin ein richtiger Muslim, der ist ein Kerl. Diese Leute
sind genau entgegen dem, was wir heute erklärt haben. Möge Allah Azzawajal uns allen vergeben, möge Allah Azzawajal uns auf einem geraden Weg befestigen und uns nicht von diesem Weg abirren lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad.